Also der erste Anblick ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich hoffe, du hast nicht zu viel gegessen in der Pause. Nein. Weil wir haben jetzt ordentlich was vor. Gut. Das Erste, was man hier sieht, sind die Mandeln. Relativ viele sehen jetzt nicht unbedingt geröstet aus, aber was man da unterschön sehen kann, ist die Backfarbe goldgelb und soll ja so eine leichte Kuppel sein. Wenn man es dreht, kann man das auch gut erkennen. Schön finde ich, dass es bis nach unten mit der Eigelbstreiche eingestrichen worden ist. Manche machen den Fehler und streichen es nur oben ein, aber hier ist es wirklich wunderbar. Das Erste, was man sofort gehört hat, war natürlich dieses leichte Knacken beim Schneiden. Genau das, was man haben möchte. Man sieht, dass hier oben die Mandeln sind, dann kommt hier die Eischicht und hier unten kommt das Huhn. Das Füllen hat für mich soweit geklappt. Es macht Spaß, es zu essen. Es ist tatsächlich dieses Spiel von Süße und diesem Salzigen und diesen Gewürzen letztendlich. Und hier ist es wirklich genau auf den Punkt. Zusammen mit dem Joghurt dabei. Der gut abgeschmeckt ist. Ja. Der Teig hat auch eine schöne Konsistenz, lässt sich gut essen. Gefällt mir sehr gut. Dieses Exemplar ist jetzt optisch wieder ganz anders. Mir fehlt hier so ein bisschen die Kuppel. Es ist relativ flach. Ich habe hier auch eine Falte, die quasi nach oben geht. Jetzt nicht so seitlich eingeschlagen. Was sagst du zur Backfarbe? Irgendwie ist die anders als beim ersten. Genau. Hier ist es zwar auch schon ganz leicht gebräunt, aber ich habe nicht dieses Goldbraune. Es ist ein bisschen stumpf. Und ich muss ganz klar sagen, man soll es nicht zu kleistern. Ich möchte natürlich das Gebäck darunter sehen und nicht nur erstmal auf den Berg Mandel schauen. Man sieht, dass es hier unten so ganz leicht glasig ist. Ist auch immer wichtig, dass man natürlich so ein bisschen von dem Teig auch wegschneidet. Die ganze Feuchtigkeit, die setzt sich ja dann irgendwann bei dem Gebäck und dann wird natürlich dieser Filoteig so richtig zäh. Geschmacklich kann ich sagen, hier habe ich auch wieder genau das, was ich eigentlich haben will. Dieses Zusammenspiel zwischen diesem Süßen und dem Salzigen zusammen mit dem Dip, der auch hervorragend abgeschmeckt ist. Der untere Boden, man kann es schwer sagen, ob er durchgebacken ist oder nicht. Und obendrauf fehlt mir halt so ein bisschen diese Kammer. Und ich glaube, dadurch ist auch die obere Hülle einfach nicht knackig genug. Bevor man hier die Mandeln anguckt, muss man wirklich diesen Glanz angucken. Es spiegelt sich schon fast. Allerdings, wenn man es dann dreht, sieht man, dass hier wirklich fast alles in Falten gelegt ist. Und oben die Mandeln hätten für mich noch ein bisschen mehr gerösteter sein können. Und weniger, oder? Und auch weniger, ja. Geschmacklich habe ich alle Aromen da, die ich eigentlich haben möchte. Auch der Dip gefällt mir gut. Da habe ich nichts zu beanstanden. Also ich muss sagen, von oben nach unten, geschmacklich, da kann man nichts aussetzen. Was wir hier haben, ist auf jeden Fall die Kuppel. Sieht man richtig, dass es hier in der Mitte hochgeht. Ich kann hier die Backfarbe untersehen, gold, gelb. Ich kann den Glanz erkennen. Und man kann so ein bisschen erkennen, dass hier unten immer ab und zu die einen Streiche fehlt. Was sehr gut gelungen ist, ist, glaube ich, das Rösten von den Mandeln. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt schneiden wir mal ab. Hier unten
der Boden, auch der ist wieder so glasig. Und er sieht schon beim Anschnitt sehr, sehr dunkel aus. Also ich habe hier auf jeden Fall Mandeln drin, die sehr starke Röststoffe haben. Und das heißt, obendrauf habe ich eine sehr, sehr schöne Backfarbe von den Mandeln und innen drin sind sie mir einfach zu stark. Hast du den unteren Boden geteilt? Bleibt dabei, die Mandeln innen drin sind mir zu stark geröstet. Und hingegen den Boden unten finde ich zu wenig geröstet. Ich hatte wirklich Probleme mit der Gabel, den Boden abzuteilen. Er ist zäh und ich würde sagen, dem fehlen noch so ein paar Minuten, dass er wirklich richtig hundertprozentig durchgebacken ist. Als erstes fällt auf die Backfarbe. Es leuchtet so richtig goldgelb. Ich habe auch hier so eine ganz leichte Kuppel. Schon sehr nah am Perfektsein. Der ließ sich extrem gut schneiden. Man merkte oben tatsächlich so wieder dieses leichte Knacken, diese Röstung. Spricht auf jeden Fall für die Backzeit und auch für den Teig. Ja. Und genau so muss es letztendlich aussehen. Das heißt, wenn diese zwei Teigschichten sich voneinander absetzen, dann habe ich genau diese Luftkammer, die hier drin zu sehen ist. Und genau so muss es sein. Der Boden ist hier wirklich hauchdünn gearbeitet. Ich konnte sofort mit der Gabel von oben nach unten alles wirklich durchstechen. Finde ich sehr gut. Und auch der Dip passt geschmacklich dazu. Kann so weitergehen. Yep. Das nächste Exemplar erinnert mich fast an einen Pie. Also dadurch, dass man hier oben wirklich einmal rundherum diese Kante hat, als wenn da so oben zugedeckelt worden wäre. Auch hier an der Seite wieder deutlich diese Falten, das ist schon fast wie bei so einem Faltenrock säuberlich drapiert. Luftkammer ist zu sehen. Man hat es hier wirklich wunderbar. Man hat es auch schon gehört. Es ist dieser Knack. Genau das will ich letztendlich auch haben. Diese Variante ließ sich sehr gut schneiden. Also da ging es mit dem Messer auch gut durch. Der Dip ist lecker abgeschmeckt. Und auch diese Würzmischung, diese süße-salzige, ist für mich wirklich gut getroffen. Und der Teig lässt sich auch sehr gut essen. Oben hat es wirklich diese schöne Knusperschicht, die wir haben wollten. Beim letzten Exemplar hat es jemand sehr gut gemeint mit uns und den Mandeln. Die Mandeln, schön geröstet, aber definitiv ein Tick zu viel. Dadurch sieht man kaum noch hier oben die Backfarben. Und hier haben wir so alle Fehler, die man außen finden kann. Oben die Kante, hier die Falten und die Füllung kommt raus. Ja. Du hast vollkommen recht, ja. Hast du zum Teig unten? Also ich würde sagen, er ist schon ein bisschen zäh. Da bin ich bei dir. Wenn zu viel Teig da ist, der weicht natürlich durch diese ganzen Füllungen halt auf und dann wird es natürlich unten sehr, sehr fest und so kaugummimäßig. Geschmacklich ist es auch hier, muss ich sagen, wieder rund und der Dip ist auch super schön abgeschmeckt. Es waren wirklich alle sehr lecker, sehr genießbar und das, was wir uns beide erwartet haben. Alle wurden probiert. Jetzt kommt die große Arbeit auf euch zu, denn ihr sollt ja Punkte vergeben. Und dann ergibt sich eine Platzierung von 1 bis 7 und da dürft ihr euch natürlich beraten und kurz zurückziehen. Da ist mein persönliches Highlight dieser dünne Boden. Man hat die schöne Luftkammer. Man freut sich immer über ein gutes Urteil. Das ist wie ein kleines Kind, das so Süßigkeiten bekommt. Das ist immer geil. Da muss man halt auch sagen, Füllung ausgetreten, Falten.
Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt nach der Verkostung, weil auf jeden Fall bin ich ganz hinten. Was für ein Platz genau, aber das wird wieder wahrscheinlich so letzter oder vorletzter. Es hatten viele einen relativ dicken Boden. Dadurch, dass unser Level wirklich sehr gleich ist, sucht die Jury natürlich nach dem Haar in der Suppe. Und ja, bei mir gab es viele Haare in der Suppe. Bist du soweit? Mhm. Ich gehe schon nervös in die Verkündung. Ich würde mir halt wünschen, dass ich wenigstens so irgendwie in der Mitte landen könnte. Dann wäre ich echt glücklich. Die Zufriedenheit der Jury drückt sich ja immer in Punkten aus. Legt los. Festhalten können wir auf jeden Fall, ihr könnt Dips machen. Aber es ist ja das große Backen und beim Gebäck gab es dann doch Unterschiede. Der 7. Platz mit 14 Punkten ist hier. Franzi, von der Form her ähnelt dein Gebäck halt nicht wirklich einer Pastilla, weil es einfach flach ist. Dazu sind halt einfach auch ganz viele Falten da. Wie kam es zu dieser Form? Ich habe es halt wirklich richtig fest Schicht für Schicht gepresst. Also das Typische an diesem Gebäck ist einfach leider nicht zu sehen. Deswegen halt der 7. Platz. Der 6. Platz. Ein Punkt mehr mit 15 Punkten ist hier. Ramona, bei dir die Mandeln obendrauf eine schöne Bräunung, aber dann kommen die Mandeln, die halt relativ dunkel sind. Wie kamst du den unterschiedlichen Mandeln bei dir? Das kann nur durchs Backen kommen, weil ich habe die ja alle, wie es auch im Rezept steht, auf einmal gebräunt. Ich kann es mir nicht erklären. Der 5. Platz mit 15,5 Punkten ist hier. Fares, vom ersten Eindruck definitiv eine Pastilla. Die Mandeln, eine schöne Backfarbe, allerdings ein bisschen zu viel. Aber hier ist wirklich so der Teig, das, was einfach mir auch nicht so gut gefiel. Irgendeine Erklärung? Keine Ahnung, ich habe mich heute ans Rezept gehalten. Also ich wusste jetzt nicht, was ich da falsch gemacht habe. Der 4. Platz mit 16,5 Punkten ist hier. Hannes, optisch? Wieder ein Rückschritt. Wir vermissen auf jeden Fall die Kuppel und es sind definitiv zu viele Falten. Ja, ich habe so interpretiert, dass ich den Teig schön an die Tortenfolie drücken muss und deswegen sind dann auch die Falten gekommen. Jetzt wisst ihr, wie es richtig geht, nicht? Und dann kommen wir auch gleich zu Platz 3 und das ist tatsächlich auch das, was so ein bisschen raussticht. Nicht negativ gesehen, weil der 3. Platz ist schon sehr, sehr gut, muss man sagen, und hat insgesamt 17 Punkte und steht hier. Julia. Was soll man sagen? Also die Backfarbe obendrauf ist wirklich wunderschön, goldgelb, so wie ich es mir wünsche. Auch die Mandeln schön gebräunt, aber allerdings natürlich klar, die Form, diese schöne Halbkuppel, das wollen wir haben. Aber trotzdem, Platz 3, Respekt. Und der Platz 2 mit 18,5 Punkten steht hier. Lilia, es gibt nicht viel auszusetzen. Du hast uns beide ja gehört. Wir sind ja schon mit dem Fast-Prototyp gestartet. Das Einzige beim nächsten Mal, bitte die Mandeln ein bisschen mehr rösten. Zum Platz 1 gibt es noch einen kleinen Unterschied. Und zu dem Platz 1 kommen wir jetzt. Der steht nämlich hier mit 19,5 Punkten. Ach, du Scheiße. Daniel, auch bei dir ist tatsächlich alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Backfarbe perfekt, der Glanz ist da, die Mandeln oben, sie sind geröstet. Zwar leicht, aber sie sind geröstet. Und der große Vorteil bei dir war, dieser Boden lässt sich sensationell gut essen. Also er war wirklich hauchdünn, wir konnten sofort mit der Gabel durchstechen. Und das war der kleine Unterschied zum Beispiel zu Lilia. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1. Danke. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es gar nicht so krass um den Platz 1 wie um 19,5 Punkte.